Folge 18, Let's Play Hearthstone. Hier ist Dread Fury mit Curse of Naxxramas. Und wir widmen uns nochmal den Four Horsemen mit unserem Warlock. Das Deck hat das Spiel für uns zusammengestellt. Also wieder große Überraschung, was wir damit ausrichten könnten. Okay, jetzt sind die Horsemen irgendwie im Schatten oder was ist los? Oder ist das jetzt Voidwalker Soulfire? Okay. Behalte ich einfach mal, vielleicht ist es sinnvoll. Okay, ne, sieht alles identisch aus. Und ich habe hier schöne. Warum hat er, was hat er gemacht? Wieso hat er den überhaupt gesilenced, frage ich mich. Wenn er ein E angreift. So. Dann nochmal taunt. Ja, das bringt ja jetzt irgendwie nichts. So, dann spiele ich jetzt. Discarded eine Karte. Ist natürlich irgendwie nicht so toll, aber ist auch, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ja, gut, der Shadow Bolt geht raus. Zumindest der stirbt dabei. Und das Secret wurde nicht ausgelöst, weil er selbst gestorben ist. Das ist also eigentlich auch nicht so verkehrt. Gut, jetzt habe ich hier zwei Voidcrawler, die sich dann gegenseitig ausspielen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ach, schade, das ist natürlich jetzt doch schlecht, weil der kann sein Death Rattle jetzt nicht mehr nutzen, weil ich keine Karte auf der Hand mehr habe. Oh ja, der ist natürlich jetzt relativ perfekt. Und er kommt mit einem AP zurück, das ist nicht so tragisch. Ach, er hat natürlich Shadow Word Death auf der Hand. Ziemlich nervig. Aber eigentlich sieht das sehr machbar aus. Ich deal 2 Damage to Character. Oh, naja, das ist ja gut. Das tötet ihn, also kriege ich einen Random Demon. Hätte ein besserer sein können, aber ich nehme ihn. Put two random demons from your deck in your hand. Immer gern gesehen, die Karte. Taunt. Finde ich jetzt ein. Weiß nicht. Guck mal, was ich noch so kriege. Naja. Naja, okay. Hätte ich vielleicht den Taunt ausspielen können. Das ist eine Zweierkarte, dann. Naja, okay. 3, 6. Eine kann ich auf alle Fälle ziehen. Naja, dann. Ich spiele jetzt die beiden Imp Master aus. Dann sind wir dem Sieg schon ein ganzes Stück näher. Dennoch hat er nichts Fieses gespielt. Jetzt wäre Consecration natürlich dann gut für ihn, aber hat er nicht. So, dann bereiten wir jetzt den Wind vor. Den Win, den Win. Ach, na gut, ist nicht so schlimm.
Nicht so tragisch. Mal ganz kurz. Ich gebe dem hier plus 2, plus 2. Der holt noch einen Flammentypen dazu. Den töte ich. Kommt er wieder? Ne. Gut. Dann ist es nächste Runde geschafft. Es sei denn, er tötet ihn jetzt noch, aber es sieht nicht so aus, ob er es schafft. Sehr schön, da hat es auch gut geklappt. Und als Belohnung, was gibt es da Schönes? Den Void Caller. Der ist eigentlich echt ziemlich nett. Schön. Das war der dritte Ast von Nux Ramas. Und wenn ich wieder 700 Gold erspart habe, dann melde ich mich mit dem vierten Ast zurück. Ich versuche mich zu beeilen, denn bald kommt das neue Adventure. Und das kann ich ja dann vielleicht gleich im Anschluss spielen. Also dann, bis dahin, euer Dread Fury.